Wir sind heute unterwegs und zwar in einem ganz tollen Ort, wo man sonst nicht so leicht hinkommt, nämlich im Wilden Westen im Cowboy Club München. Der Cowboy Club München ist ja eine Institution und wir wollen ein bisschen was erfahren über den Cowboy Club. Und deswegen habe ich hier eine ganz charmante Vertreterin vom Cowboy Club München, und zwar die Conny, die Pressesprecherin ist. Liebe Conny, ihr macht heute diesen Tag der offenen Tür, deswegen sind wir hier auch eingeladen worden. Warum macht der Cowboy Club München das? Was ist Sinn und Zweck, Tag der offenen Tür im Cowboy Club? Als alles erstes möchte ich mal alle Leser vom Hufgeflüster ganz herzlich begrüßen und ich bedanke mich, dass Sie diesen Beitrag auch anhören bzw. vielleicht auch lesen. Der Cowboy Club München ist einer der ältesten Vereine für Old Style Country in Europa und vielleicht sogar in der ganzen Welt. Und wir machen so einen Tag der offenen Tür, um allen einfach in Bayern zu zeigen, wir sind da, uns gibt uns. Und hier kann man einfach Western Country oder auch die USA live erleben. Ist das was für Fans von Western und Country und die machen, die möchten so dabei sein bei dieser Art Verein wahrscheinlich, oder? Nicht nur, es ist eigentlich für alle Leute, die sagen, sie mögen ein bisschen wieder zurück von dieser ganzen technisch orientierten Welt, zurück in ein naturorientiertes Leben. Man lernt bei uns ganz viel. Unsere Internistiker, also alle, die für Indianer und Ähnliches stehen, die lernen einem sehr viel über Pflanzen, Tiere, Natur und auch mit dem Leben mit Tier und Natur. Und die Cowboys erzählen dann ganz viel, wie kocht man am Lagerfeuer, wie macht man überhaupt ein Feuer. Früher gab es ja nicht einfach ein Big Feuerzeug, sondern man musste Feuer machen. Ja, und zu diesem Cowboy-Leben, da gehört ja wahrscheinlich auch das gewisse Outfit dazu. Wo kriegt man sowas her? Kauft man das im Laden oder macht man das selber oder wie geht das? Zum größten Teil machen es die meisten Vereinsmitglieder selber und haben einen riesen Spaß dabei, das anderen zu zeigen, wie man das näht, wie man das macht. Da haben wir die Damen, die sehr schöne, aufwendige Kleider nähen. Und wir haben aber auch Herren, die einem zeigen, wie macht man Lederarbeiten, Gürtel, diese Chaps und Ähnliches. Machen sehr viele Mitglieder selber. Man kann es auch kaufen. Also man kann es kaufen und man kann es lernen bei euch. Das ist eigentlich ganz interessant. Jetzt gibt es ja eigentlich kaum einen Cowboy ohne Pferd. Und jetzt haben wir ja gesehen, dass ihr da Stallungen habt zum Pferde. Wie ist das? Kann man da bei euch ganz normal zum Reiten gehen oder sein Pferd einstellen? Oder wie funktioniert das? Man muss als allererstes mal Mitglied sein. Passiv oder aktiv? Ist man aktiv, muss man sowieso die zwei Vereinspferde mitversorgen. Sprich, es gibt einen Frühstalldienst, es gibt einen Abendstalldienst. Wenn ich passiv bin, muss ich eigentlich gar nichts. Bin ich aber Reiter, verlangen wir schon den Stalldienst, weil nur das Pferd zu benutzen ist uns fremd, sondern man muss sich auch darum kümmern. Wenn ich allerdings sage, ich möchte mein eigenes Pferd einstellen, haben wir auch noch Boxen frei. Geht aber nur für Mitglieder. Das heißt, man könnte hier Mitglied werden und sein eigenes Pferd einstellen. Das ist sehr interessant. Ja. Kann man, aber man muss auch diesem Hobby Old Style Western zugeneigt sein. Ja, ja. Wie ist es? Ihr habt so einen schönen Country Salon, den durften wir ja gerade live ausprobieren, auch an der Bar und sogar mit Bewirtung. Und diesen Salon, ist der jetzt nur für eure Feste oder was macht ihr damit? Für was ist der Salon da? In erster Linie ist er für die Mitglieder da. Wir treffen uns auch hier immer Samstag, Sonntag, die Senioren sogar am Donnerstag. Aber jeder, der mag, in dieser außergewöhnlichen Kulisse ein Fest zu feiern, darf den gerne mieten. Einfach auf unsere Website www.cowboyclub.de reinschauen und da steht alles drin, was man braucht, um diesen Verein zu mieten. Kann man mieten mit der Country Band zum Beispiel? Mit allen Country Band, Messerwerfen, Lasso Show, Square Dance oder auch sogar der Western Garde. Die führen dann einen sehr, sehr schönen Konkord vor. Genau. Also hört sich ganz gut an, den Salon mal zu mieten, wäre für Firmen oder für private Jubiläumsfeiern durchaus interessant. Die Homepage-Adresse hast du bereits genannt. Ist es schwer, bei euch Mitglied zu werden? Muss man mit der Aufnahmeprüfung oder seid ihr eh schon übermäßig voll mit Mitgliedern? Wie wird man Mitglied? Sucht ihr noch Mitglieder? Wir freuen uns über jedes Mitglied. Wir brauchen dringend neue Mitglieder. Es gibt immer zwei Versionen. Passives, aktives Mitglied. Man muss immer eine Probezeit durchstehen, weil uns ist halt wichtig, dass der Mitglied wird, sich auch mit diesem Hobby identifiziert. Drum in der Zeit, wo man passiv, also Anwärter ist, wie wir sagen, ist es wichtig, an den Monatsversammlungen da zu sein, mal am Wochenende sich sehen zu lassen und einfach zu zeigen, ich habe Interesse.
Und dann ist es eigentlich überhaupt kein Problem. Nach der Probezeit stimmt der komplette Verein darüber ab. Hast du jetzt alles wunderbar erklärt mit diesem, zu diesem Cowboy-Club. Vielleicht noch zu dir ein paar Worte. Was machst du jetzt im normalen Leben? Im normalen Leben habe ich eine PR- und Medienagentur, arbeite sehr viel in der Touristik und ja, arbeite auch für den Leserkreis daheim. Das sind die Lesezirkel. Hast du eine Homepage-Adresse? Könntest du ja da mal jetzt nehmen. Leider nein, weil ich bisher... Aber dein Familienname musst du dazu sagen. Die mein Conny? Name ist Conny Berthold. Conny Berthold. Und bin eigentlich zu sehr mit meinem Cowboy-Club beschäftigt. Und hast du da so einen Clubnamen? Ich habe gehört, die Leute haben hier alle Clubnamen. Ich werde wohl oder übel dieses Jahr getauft. Ah, da wirst du getauft. Da wirst du die Presse hoffentlich darüber informieren. Ja, und ich hoffe auch, die kommt reichlich. Liebe Conny, ich bedanke mich sehr für dieses liebe, nette Gespräch. Hat einen großen Spaß gemacht, hier bei dir heute im Cowboy Club. Und ich hoffe, wir werden wieder mal eingeladen. Vielleicht zu einem besseren Wetter, weil heute haben wir leider Pech gehabt. Aber da kann ja der Cowboy Club oder die Presseabteilung vom Cowboy Club nichts dafür. Ich hoffe, dass ihr jederzeit alle wiederkommt. Alle mit Leser des Hufgeflüsters. Wir kommen gerne wieder. Zu unserem Cowboy Brunch, den jetzt hoffentlich das Hufgeflüster immer aktuell macht. Was ist Cowboy Brunch? Kannst du noch was sagen dazu? Das hat unsere neue Wirtin, die Julia, erfunden. Das heißt, wir machen einmal im Monat einen Brunch, wo auch Nichtmitglieder in diesen Cowboy Club kommen dürfen, weil normal unterm Jahr es keinem Nichtmitglied gestattet ist, dieses Gelände zu betreten. Aha. Und da haben wir eine Möglichkeit zu einem sehr, sehr guten Frühstück, zu einem sehr günstigen Preis. Und einfach einen schönen sonnigen Tag hier zu genießen. Also das ist prima, das müssen die Hufgeflüsterleser einfach mal ausprobieren. Cowboy oder Western Brunch hier im Cowboy Club München. Vielen Dank, liebe Conny, und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal mit allen Hufgeflüsterlesern. Servus, danke.